Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Zestiria. So. Wir wollen zu den Bossruinen. Bossruinen? Ah, genau. Deswegen konnten wir nicht weiter. Den Boss hatten wir schon geklatscht, aber wir konnten nicht hier durch. No. Und hier ist einfach gar nichts. Geil. Aber das ist der Durchgang, den hier. Das war schön. Beim ersten Versuch gleich eine richtige Höhle genommen. Na gut. Viel Variation gab es jetzt auch nicht. Man hätte nehmen können. Da bin in der Höhle da vorher schon war. Bevor, 3 Wochen. Nee. Das ist sogar noch weit länger her. Na und hier konnte ich nicht durch. Weil das noch nicht kaputt war. Und jetzt kann ich... Jetzt müsste ich mich auch porten können. Theoretisch. Alter, hier ist ja alles zu damit. War ich denn hier jetzt auch überall? Finde ich auch schön, dass die Helion ich jetzt überall sehe. Gehe ich mal kurz zurück. Ready for this? Lord of Fire! Lose rough leg! Ha! Here Get goes! Zack, und weg mit dir! Aim and fire! Now's too close! Blistering back! Lohnt sich der Zackgriff gar nicht. Hang on, everyone! Aim and fire! Blistering Zack. Bangs! Up here, play! Aim and fire! Sweet dreams! Und weg mit euch! Sweet dreams! Welche Level sind die eigentlich? Leuten, reißt euch! Was? Here goes! Vermilion Crescent! Erzähl mir. The power of purification ain't no joke. Wieso sind die Level 39? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie können die ein Level 39 sein? Na, hier war ich noch nicht. Einfach durchgelaufen. Let's make it quick. Lord of Fire! Crimson Edge! Ich hätte den Gegner wieder nicht gerne. Sweet dreams! Crimson Edge! Das mache ich auch nicht so. Ah! Hier habe ich nur Mines eingesetzt. Weil, ja, deswegen sind wir so hoch. Ich habe hier nur Mine reingeklatscht. So. Mein Lavendel. Muhahaha. So. Jetzt können wir endlich uns die ganzen anderen Sachen auch antun. Snacks are done. Woohoo! Ich habe ja nicht gesehen, welcher Snack es war. Too close! Oh, holy waters! Heal our wounds! Big circle! Oh, holy waters! Wie stark die jetzt sind. Focus! Die sind aber stärker wie die Gegner davor. Hang on, everyone! Die geben nur nicht mal mehr Geld. Purity heal! Focus! Das ist nicht fair. Lion's Howl! Smite them Die haben ja nur 1000er, wenn ich da so ein 900er Ding reinballer, sind die ja fast weg. Oh, neue Gegner. Ja, er schreit ganz auf Fuck off. So gehört sich das. Ich liebe es, wenn er auf Speed ist. Bitte was? Moment. Was ist das? Schwupp. Und er eilte mit seinem Super Speed dorthin. Als gäbe es keine andere Möglichkeit mehr. Oh. Meiner. Lasse Lakaiene wanden unter den Menschen und stiften die Völker dazu an, gegeneinander in Krieg zu ziehen. Thank you.
What was that all about? They've started interfering, I suppose. Heldolf's followers are causing mischief in human society. To create malevolence? Sounds connected to what we saw earlier. Right. He was taking advantage of wars to produce Hellions. So he's trying to start another war! But this is a record of the past. That war is probably well underway. He's deceiving everyone! Not quite. I'm sure there are those who have joined hands with him of their own free will. How could they? Unfortunately, we can't rule out the possibility. Ich verstehe gerade nicht, wieso der sie nichts gesagt hat. Get ready! Ezra and Crimson! Ihr wisst es vielleicht noch nicht. Focus! Beast Thunder! Hang on, everyone! Ich lasse es. Crimson Edge! Focus! Es ist schwierig, sich das zu verkneifen. So, how's Serene? Ey, mein Speed hat nachgelassen. Das hört sich irgendwie so unglaublich falsch an. Hier müsste ja das Ding wieder gespawnt sein, genau. Dieses super extreme, super coole Gummi. Ready, wow. Kann auch übertreiben. Right on! Too close! Hang on, everyone! We'll be gone! Not yet! Wir sind jetzt aber wieder schwächer, ja? Sind auf einmal 6 Level schwächer. Wenn wir jetzt in eine andere Domäne gehen. Wie viel 6 Level wir ausmachen. Tja, sie hat sie einfach zerstört. Die hatte doch kaum noch Leben. Und sie ballert ihr super Fettigkeitsskill auf sie. Hier ist auch nochmal voller Brocken. Nö. Gerade kein Bock auf dich. So. Jetzt kommen wir hier raus. You used to live on this mountain, Edna? Yeah. It's a nest for man-eating monsters nowadays, though. You didn't have to say that much. It's just a fact. Even he doesn't recognize me anymore. So, gehen wir als erstes hier in die schöne Stadt. Schau mal, was sich hier so geändert hat. Ha, schön. Die nächsten 20 Folgen werden einfach nur Erkundungen sein. Nein, das ist nicht schön. Aber das muss ich jetzt durchziehen. Das gehört einfach dazu. Was sowas von hart. Naja, die wollen alle reden. Ich will aber hinten anfangen. Hier gammelt der Typ schon wieder. Ey, der verfolgt der uns. Oder, nee, warte. Warte. Ich mach's anders. Ist hier irgendwie... Ne, die Truhe ist noch nicht wieder respawned. Gar nicht so leicht, sich nicht von all den Armeeoffizieren hier einschüchtern zu lassen. Ich weiß ja, es dient der Sicherheit der Stadt und so, aber die Stadt braucht das nicht mehr. Möge der Frieden lange anhalten. Ich bin sicher, das war alles, was sie wollte. Wir in einige Anfragen wegen Bestattung und Totenfeier. Für dich. Für die. Die ihr Leben bei den Auseinandersetzungen neulich verloren haben. Ja, ich habe gehört, dass viele von ihnen eine Verbindung zu Merlin Malint haben. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu akzeptieren. Hört her! Wir übernehmen die Patrouillenpflicht von der Garnison in Gleefeld. Ich werde Ihnen in wenigen Tagen weitere Anschuldigungen bekannt geben. Bis dahin haben wir alle darüber entschieden, dass Ihre Ausrüstung funktionierfähig ist. Wenn wir losmarschieren. Alles klar. Hauptmarschall! Oh, Pflanze. Meine. Es ist wie ein Wunder,
dass der Krieg so schnell zu Ende ist und du nach Hause kommst. Ich weiß, das ist, weil Oma die ganze Zeit von oben über die gewacht hat. Oh Mann. Ah, genau daran lag's. Ja. So, jetzt gehen wir wieder ganz wieder zurück. Wir rollen die Kuh von hinten auf. Ihr habt uns einen riesen Gefallen getan. Ihr habt was gut bei uns. Die Evakuierung war schwierig, aber ich hoffe, ihr seid für uns da, wenn wir mal wieder in Klemme stecken. Natürlich, bla. Oh, ihr liebes Pärchen schon wieder, ihr gammelt immer noch an der gleichen Stelle. Das kannst du laut sagen. Das habe ich. Der ganze Konflikt, ganz zu schweigen von einer Seuche, hält mich schon gefühlte Ewigkeiten auf Trab. Jo. Busch voller Schlaftyp. Ignorierst deine Freundin voll. Arschloch. Wupp. Dra la la la. Da da da. Dü dü. Dü dü. Oh, den habe ich auch noch gar nicht auf voll. Den machen wir jetzt aber auf voll. Auch wenn wir keine Gespräche haben. Das bin ich dem Gasthaus schuldig. Zumal dauert das ja jetzt nicht mehr lange. Guck mal, wie wenig das. Oh, hat sich gar nicht erhöht. Er hatte so gerade so den vierten Stern erreicht. Und jetzt. Dadurch. Hat sich einfach rein gar nichts verändert. Okay, wir lassen das. Ich habe gehört, dass die Reparaturen der Glyphbrücke beinahe abgeschlossen sind. Allmählich kehrt wieder der Normalzustand ein. Mit etwas Glück herrscht bald auch wieder Frieden. So bald aber auch nicht. Einziges findet Trauerfeiern für diejenigen statt, die im Kampf gefallen sind. Das wächst sich einem richtigen Bestattungsjahr aus. Das liegt sich so. Wieso hat sich die AP um 2 erhöht? Sicher bleiben ziemlich viele Soldaten noch eine ganze Weile in Glyphed. Sie werden Wasser, Gerste, Salz und Öl brauchen. Sehen wir mal, ob wir frühzeitig einen Auftrag ergattern und ein bisschen Profit machen können. Oh mein Gott. Du Spast. Ich kann ja nur an Profit denken. Die Evakuierungsordnung wurde fast sofort wieder aufgehoben, aber ich glaube, es sind noch für eine Weile verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Und dann, auch noch ausgerechnet jetzt, da die Brücke wieder repariert ist, dabei hätte ich gehofft, ich könnte ein paar Einkäufe erledigen. Zu spät. Ne, mit dem haben wir ja gequatscht. Oh nein, nicht der schon wieder. Die Kosten um auch nur 2 Züge auszurüsten sind beträchtlich. Ich hoffe, wir bekommen dafür ein paar zusätzliche Geldmittel. Wie oft muss ich es euch Chaoten denn noch sagen? Natürlich könnt ihr nicht stärker werden, wenn ihr eure Waffen einfach irgendwie nach gutem Dünken verschmelzt. Meine Güte. Junge, das hatten wir schon. Wieso wirst du jetzt neues Gespräch angezeigt? Kaufen. So. Meine Damen und Herren. So, das gönne ich mir, das gönne ich mir und der Rest ist unnötig. Er verkauft sogar noch Speere, ja? Nee, ich wollte kaufen. Wir haben nur noch 250. Wo ist unser ganzes Geld hin? Ich wollte mir das angucken. Oh, Moment. Weißt du was? Mein Papa sagt, er würde uns Geschenke aus der Hauptstadt mitbringen. Ich habe mir eine Puppe gewünscht. Eine Puppe. Wieso denn nur eine Puppe? Du hättest alles haben können. Alles. Oh. Was hängt dir im Schilde? So, mein Fräulein, meine Reisen auf dem Kontinent haben mir so richtig klar gemacht, dass wir im Zeitalter des Chaos leben. Wir haben nur noch die Hälfte an
bebaubaren Land als vor 10 Jahren. Und selbst anormales Wetter ist nicht anormal. Oh, Entschuldigung. Die Uwat beherrscht die Gemüter und auch von Mensch und Tier. Und auch Bewohner munkeln von Drachensichtjung. Wie lange dauert denn dieses Zeitalter noch? Der Gedanke daran, ja, mir Schauer über den Rücken. Ja, aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Andererseits ist es ja eigentlich nicht mehr viel, was wir, nachdem jetzt immer mehr Truppen hier stationiert werden, nehmen sie eine Menge unserer Ressourcen in Anspruch, aber wenigstens wird uns dafür ein Teil der Steuern erlassen. Hey, bei den Preisschwankungen in der letzten Zeit, es ist gar nicht leicht, die Finanzen zu sichern, ganz zu schweigen von den Waren. Jeder Silberhorizont hat einen Streif. Nein, warte. Jeder Horizont streift das Silber. Ach egal. Wie das Sprichwort lautet, jetzt gibt's jedenfalls keinen Grund mehr zu sorgen. Das ist die Hauptsache. Yay. So, jetzt aber. Das mit dem Mike offscreen. Nice gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Tudelü.